Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen zu unserer Interviewserie Zypern Unternehmerporträts. Wir stellen erfolgreich ausgewanderte deutschsprachige Unternehmer, die ein Offline-Business haben, ein physisches Business hier auf Zypern vor. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hier bist. Stell dich ganz kurz vor, wer du bist. Mein Name ist Andreas Niederndorfer, ich komme aus Österreich. Ja, und freue mich, heute hier zu sein und ja, freue mich auf deine Fragen. Ja, beschreib doch mal ganz kurz, was für ein Unternehmen du betreibst. Das ist nämlich ein sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. Ich bin im Transportgewerbe tätig. Wir haben hier auf Zypern eine Spedition gegründet, haben schon lange Erfahrung mit Transporten nach Griechenland und haben jetzt den Horizont nach Zypern erweitert. Ja, das ist eine Aufgabe. Sind viele Kilometer auf der Straße, dann der Rest natürlich mit Container Richtung Zypern, die Auslieferung auf Zypern, die Zollabfertigung im Hafen, wetterbedingte Störungen, Streiks an den Häfen, also man hat immer etwas zu tun und es läuft nicht alles nach Plan, aber ja, für das sind wir auch da, dass wir dann natürlich auch Lösungen dazu finden. Das ist ja für Auswanderer ein ganz, ganz sensibles Thema. Ja, wie kommt mein Hab und Gut aus Deutschland, Österreich, Schweiz, dann sicher nach Zypern in die Garageneinfahrt? Ja, so, ich habe da schon die ein oder anderen interessanten Geschichten halt auch gehört an Herausforderungen, Zoll und, was es so alles gibt. Und wie viele Umzüge habt ihr bisher gemacht, seit du hier auf Zypern aktiv bist? Umzüge sind nicht unbedingt das Hauptgeschäftsfeld, was wir halt hier machen. Hauptsächlich bedienen wir Industriekunden, also von wirklich Chemieware zu elektronischer Ware, eigentlich den ganzen alltäglichen Bedarf, den man auch irgendwo erwerben kann, muss ja auf die Insel gebracht werden. Das ist so unser Hauptgeschäft. Haben aber natürlich auch schon jahrelange Erfahrung mit Umzüge Richtung Griechenland und deshalb haben wir halt das auch nach Zypern erweitert. Wichtig ist hier nur, dass die Ware gut verpackt auf einer Palette steht, weil ansonsten, es ist einfach ein langer Transportweg, es kann was passieren, also es hängt wirklich sehr viel von der Verpackungsqualität ab. Ja, und dann haben wir natürlich alle Dokumente, die man benötigt als Vorlage, das heißt der nach Zypern ziehen möchte, bekommt natürlich von uns vorab die richtigen Dokumente, ja, dass es dann keine Schwierigkeiten gibt. Ja. Ich weiß von einigen, dass sie mit euch den Umzug gemacht haben, ob eine Palette oder auch mehrere, und dass sie sehr happy sind, weil ihr halt auch individuelle Lösungen anbietet, ja, teilweise auch mit Übergrößen arbeitet. Wie lange bist du schon Spediteur und Unternehmer? Weil du hast ja dieses Unternehmen jetzt nicht neu gegründet, sondern kamst mit sehr viel Erfahrung, ja? Naja, ich bin in dem Bereich tätig, also ich habe mit 15 Jahren angefangen, Speditionskaufmann zu lernen. Also ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel in dieser Branche, also ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich habe mit meinem Partner in Österreich 2008 eine Spedition in Österreich gegründet, mit Schwerpunkt Griechenland und auch Balkan. 2 Jahre später haben wir dann eine Niederlassung in Griechenland gegründet, in Katharinis, in der Nähe von Thessaloniki, aber natürlich auch mit einem Lager in Athen. Und ja, so sind wir Schritt für Schritt dann auch Richtung Zypern gekommen, weil natürlich Kunden, die Richtung Griechenland Ware versenden, auch Kunden hatten, die auf Zypern die Waren benötigen. Und ja, da haben wir halt früher einen Partner gehabt, wo wir das über Limassol abgewickelt haben. Ja, und letztes Jahr haben wir dann entschieden, es ist immer besser, wenn man selbst vor Ort ist, dass man auch die deutsche und österreichische Gründlichkeit und Mentalität genauso gewährleisten kann. Ja, dann haben wir entschlossen, dass wir in der Nähe von Limassol unseren Stützpunkt aufschlagen und von dort agiere ich jetzt hier. Ich bin hier zuständig für diesen Bereich. Ja, und ja, ich versuche einfach unsere Qualität auf diesem Niveau halten zu können. Wie lange lebst du jetzt schon auf Zypern? Seit letztes Jahr oder 2020, 2021? Wow, das erste Mal habe ich die Insel erst im 2020 im März besucht, also kurz bevor Corona kam, war ich das erste Mal auf dieser Insel und ich muss sagen, ich habe mich wirklich vom ersten Moment an einfach verliebt in diese Insel. Das ist irgendwie, das Klima ist toll, die Leute sind richtig, richtig freundlich, hilfsbereit, ist einfach eine tolle Sache hier.
Das vereint uns ja alle, ja, dass wir einfach ja diesen Special Vibe, den Zypern auch hat, ja, einfach hier auch leben und lieben gelernt haben. Ja. Was waren für dich als Unternehmer die drei bis fünf wichtigsten Standortvorteile? Warum hast du Zypern gewählt? Du hast zwar gerade so ein bisschen die Historie deines Unternehmens mal aufgezeigt, aber was waren für dich die entscheidenden Standortvorteile? Der Hauptgrund für mich war natürlich, weil es geschäftlich notwendig natürlich war. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass man innerhalb der EU ist. Natürlich das gleiche Recht oder sollte einigermaßen das gleiche Recht sein wie in Mitteleuropa. Die Rechtssicherheit. Die gleiche Währung mit dem Euro, das ist auch super wichtig, finde ich. Und natürlich sind auch die Steuern ein interessanter Aspekt hier. Also man spart sich ja wirklich gut Geld, dass man hier auch in gewisser guter Lebensqualität eigentlich trotzdem gut investieren kann. Und ja, man bekommt hier einfach für sein Geld ein bisschen mehr als in Mitteleuropa. Ja, und 300 Tage Sonne kommen noch gratis dazu. Okay, Andreas, wie lange hat der komplette Auswanderungsprozess und die Umsiedlung für dich und dein Unternehmen hier nach Zypern gedauert? Grundsätzlichen Transport haben wir natürlich selber übernommen. Also das war innerhalb von drei Wochen erledigt. Die bürokratischen Wege ja, dauern ein bisschen länger. Da empfehle ich natürlich absolut persönliche Beratung oder einfach sich wirklich hier einen Kontakt zu suchen, der einen hilft. Das ja, erspart wirklich viel Geld und Mühe. Und ja, ich glaube, das Schwierigste, was es eigentlich bei dem ganzen Umzug und bei der Neugründung gab, war eigentlich das Bankkonto auf Zypern. Weil das ist natürlich wirklich sehr schwer, dass man das im Vorfeld bekommt, wo man noch gar nicht die richtige Adresse oder den Stützpunkt hat. Ja. An dem ist es natürlich gelegen und die Banken sind nicht mehr so wie früher, wo halt Zypern als High-Risk-State galt im Bankensektor. Sie nehmen die Sache sehr ernst. Kontrolle ist viel größer als in Mitteleuropa. Ja. Das heißt, es muss wirklich alles zu 100% stimmen, was dann bekommt man ist, es. Ja. Das Image von Zypern, ja, auch ins, genau, richtige Licht zu rücken, was es auch letztendlich braucht. Ja, richtig. Es ist kein Safe Haven mehr, also ja. Das ist keine Steueroase. Ja. Das ist auch wichtig zu betonen, absolut, weil es läuft hier alles in geregelten Bahnen. Gab es für dich irgendwelche Sprachbarrieren als deutsch sprechender Unternehmer hier auf der Insel? Ich habe schon viel Erfahrung mit Griechenland. Ich war schon sehr oft in Griechenland. Deshalb kenne ich und kannte ich halt einfach die griechische Mentalität. Von der Sprache, gut, ich kann kein Griechisch. Man braucht kein Griechisch können, dass man sich auf dieser Insel zurechtfindet. Englisch, ja, das ist Pflicht. Also ohne Englisch kommt man nicht recht weit. Ja, in meinem Stützpunkt Raum Limassol wäre es natürlich auch noch vorteilhaft, wenn man ein bisschen Russisch kann. Also die Community der Russen ist dort sehr groß, ja. Aber man kommt auch mit Englisch wirklich gut durch. Die größten Herausforderungen hier beim Start auf Zypern, du hast gerade schon mal das Thema Bankkonto angesprochen. Gab es noch irgendeine andere Hürden, Markteinstiegshürden, die du als Unternehmer hier erfahren hast? Ich glaube, wie in jedem Land ziemlich gleich. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass man jetzt mit einem Unternehmen von Mitteleuropa nach Zypern kommt und alle Türen stehen offen und der Markt ist bereit für einen. Es gibt hier genauso gut Konkurrenz. Es ist kein dritte Weltland, also das ist hier gut entwickelt. Man muss schauen, dass man sich integriert, man muss Kontakte knüpfen, weil halt im südeuropäischen Bereich sind Kontakte einfach sehr, sehr wichtig, speziell die geschäftlichen Kontakte. Ja, und wenn man dann Schritt für Schritt einfach seine Qualitätsstandard halten kann und mit Mundpropaganda auch dann ein bisschen vorankommt, ja, dann geht es schon. Aber man darf halt nicht erwarten, dass es wirklich innerhalb von 1, 2, 3 Wochen wirklich voll losgeht. Und aber ich glaube auch, das ist auch so das Spannende und das Gute hier. Das grundsätzliche Cigar auf Zypern heißt ja schön langsam, aber es wird. Es ist einfach wichtig, ein bisschen entschleunigt zu leben. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele hier sind. Gibt es irgendwas jetzt nach fast 2 Jahren, 1,5 Jahren, wo du hier bist, wo du sagst, das fehlt mir als Unternehmer? Und wenn ja, was ist das? Im Großen und Ganzen eigentlich nichts.
Natürlich ist es in dem Bereich, wo ich tätig bin, bin ich mit den Transporten nicht mehr ganz so flexibel, wie wenn ich jetzt in Mitteleuropa bin. Klar, wenn ich in Österreich oder Deutschland sehe, okay, da ist man per LKW oder per Auto, man ist ganz schnell irgendwo anders. Hier ist man umgeben von Wasser, wir sind auf einer Insel. Klar, deshalb sind auch die Transporte nicht so flexibel und natürlich auch teurer, weil natürlich es ist viel mehr, man hat einfach viel mehr Sachen einzupreisen, also es ist einfach ein Diesel, ein Containerpreise und so weiter. Aber grundsätzlich bekommt man hier alles, was man benötigt. Also es fehlt im Grunde genommen eigentlich an nichts. Welche Tipps kannst du aus deinen bisherigen eigenen Erfahrungen Offline-Unternehmern, die also ein physisches Business, egal welcher Art und Weise, nach Zypern bringen wollen, neu starten wollen, umsiedeln wollen und auswandern wollen, auch mit der Familie, welche Erfahrungen kannst du denen geben? Welche Tipps kannst du denen geben aus deiner Erfahrung heraus? Ich glaube einfach, man muss sehen, dass man sich einigermaßen schnell integriert. Also ich bin immer so der Meinung, wenn man in einem neuen Land ist, in einem Anführungszeichen fremden Land, soll man sich integrieren, also mit den Zyprioten ins Gespräch kommen, die Gebräuche annehmen. Man soll nicht erwarten, dass es genauso ist wie in der Heimat, weil dann könnte man ja auch in Mitteleuropa bleiben. Absolut, ja. Also man muss sich einfach anpassen können. Flexibel sein, anpassen können und ja, vielleicht ein bisschen das Lernen, dass wenn es heute nicht ist, wird es morgen wahrscheinlich sein. Also das ist so Sieger. Also wenn du nochmal den gleichen Prozess und nochmal hier starten würdest, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Ich würde wahrscheinlich nicht den gleichen Standort nehmen, den ich jetzt habe. Ich bin ein bisschen außerhalb von Limassol, habe eigentlich die Nähe zum Hafen gesucht, weil das natürlich für mein Geschäft sehr notwendig ist. Ja, wobei ich kann das wahrscheinlich ein bisschen anders lösen und ich habe, glaube ich, den gleichen Anführungszeichen Fehler gemacht, den halt alle machen, wenn sie auf eine Insel ziehen wollen. Natürlich Nähe Strand, es muss gleich am Meer sein, weil das ist einfach notwendig. Gut, wenn man jetzt ein bisschen außerhalb der Stadt wohnt, ist das natürlich eine tolle Sache. Wenn man jetzt in so einer Großstadt wie Limassol lebt, also Anführungszeichen Großstadt, dann ist es einfach die Küstenstraße, eine laute Straße, eine sehr befahrene Straße, speziell in der Nacht. Also ich erlebe wirklich jeden Tag zwischen 11 und 12 Uhr fahren die irgendwelche Rennen auf dieser Küstenstraße mit Motorrädern und das ist einfach nur blöd und laut. Ja. Also den Standort würde ich jetzt nicht wählen und ich bin auch auf der Suche, dass ich ein bisschen etwas Ruhigeres finde. Ja. Aber ansonsten, man muss sich natürlich vorbereiten, man sollte genau prüfen, welche Dokumente das man benötigt. Deshalb soll man auch einen Berater, würde ich stark empfehlen, in Anspruch nehmen. Ja, und das Thema Bankkonto, also das darf man nicht unterschätzen. Deshalb empfehlen wir auch, die Insel sich im Vorfeld anzuschauen, ja, ruhig 2-3 Tage zu investieren, ja, und sich einfach anzuschauen, okay, wo fühle ich mich zu Hause? Jede Region auf Zypern ist individuell. Wir haben die 5 Hauptbereiche und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. In den letzten 4 Jahren haben wir ja hier auf Zypern eine stark gewachsene Unternehmer-Community mit deutschsprachigen Unternehmern. Wir haben unterschiedliche Auswanderungswellen erlebt. Und wie hilfreich war für dich, für dein Unternehmen, diese deutschsprachige Unternehmer-Community, auch die Stammtische oder die Events? Wie hast du die wahrgenommen? Einmal ein Kompliment an dich aussprechen. Das machst du wirklich toll und das wissen viele Leute wirklich zu schätzen, auch ich. Also ich freue mich eigentlich auch immer auf die Stammtische. Am ersten Mittwoch jeden Monat in Tochni, ist ja ein wirklich schöner Ort, eine schöne Taverne, sehr, sehr gutes Essen. Man trifft dort gleichgesinnte Leute, man kann mal wieder Deutsch sprechen. Also das ist auch ein Punkt, speziell wo ich in Limassol wohne, also ich spreche eigentlich nur Englisch dort, ein paar Brocken Russisch. Aber sonst ja, freut man sich natürlich wieder, wenn man auch Deutsch sprechen kann. Und die Leute, die man dort kennenlernt, die sind ja auch, meistens haben die eine Firma hier neu gegründet oder sind mit einer Firma dort hergekommen, ja, in unterschiedlichsten Branchen, sind einfach interessante Leute, interessante Gespräche und ja, es
nicht selten, dass es bis zur Sperrstunde dauert, dass man dort ist. Also da, wirklich, das ist wichtig, dass man auch diese Treffen begleitet oder dass man dort auch dorthin geht. Ich finde es gar nicht mal so notwendig oder als Hauptpunkt, dass ich dorthin gehe und irgendwelche Kunden akquiriere oder irgendwie einfach nur der Austausch. Das ist wichtig. Ich kann das als Organisator nur bestätigen. Ich habe in den letzten Jahren noch nie so viele interessante, spannende Unternehmerkontakte machen können wie hier aus Zypern. Nicht, weil ich diese Stammtische organisiere, sondern wie du das gerade selbst auch gesagt hast, es kommen so viele interessante Menschen hier hin aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, und alle vereint, ja, ich sag mal, dieses Zypern-Feeling, was wir hier haben. Ne? Ja, super. Wem würdest du eine Auswanderung mit seinem Unternehmen nach Zypern unbedingt empfehlen? Was denkst du, für wen ist Zypern genau die richtige Insel? Viele, die Richtung Zypern auswandern mit der Firma, sind im Online-Business tätig. Weil natürlich in Zeiten zu Covid und Corona ist Homeoffice ja wirklich schon ja, richtig Standard geworden. Es ist wirklich nichts Außergewöhnliches mehr. Ja, und wo ist es nicht schöner, wenn man seinen Laptop irgendwie auf einer sonnigen Insel aufklappt und seine Arbeit startet? Das ist natürlich, das ist einfach die einfachste Lösung natürlich. Offline, ja klar, ist dann ein ganz ein anderer Hut, weil man hat natürlich, man konkurriert natürlich mit den lokalen Unternehmen hier. Die sind alt eingesessen, haben natürlich Jahrzehnte gute Kontakte und so weiter. Also dann muss man dann schon etwas Besonderes bieten, dass man sich ein bisschen auf dem Markt hervorhebt und zurechtkommt. Also, was wäre dieses Besondere aus deiner Sicht heraus? Ja, würde ich sagen, was es halt auf Zypern nicht standardmäßig gibt, vielleicht so richtig gute Qualität im Handwerkssektor oder halt, ich glaube, da hat man, es gibt so viele Möglichkeiten und ich würde einfach sagen, man soll es einfach versuchen. Also ich glaube, die meisten Ideen scheitern ja, oder die Durchführungen scheitern nicht an den Ideen, sondern dass man wirklich den ersten Schritt wagt. Und Zypern bedeutet kein großes Risiko. Mhm. Weil gut, wenn man es versucht und man scheitert, okay, dann geht man halt wieder zurück. Es geht tagtäglich in die Flieger Richtung Deutschland, Österreich. Ja, ich sag mal, man muss es einfach versuchen. Andreas, zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein, zwei persönliche Fragen stellen. Zum einen, was treibt dich als Unternehmer an? Was treibt dich morgens aus dem Bett heraus? Was ist dein Warum? Ja, gut, das ist fast eine philosophische Frage. Ich will natürlich etwas erreichen. Ich will aus meinem Leben etwas machen. Deshalb bin ich auch Unternehmer geworden. Weil ich möchte einfach genau nach meinen Sinne arbeiten können. Also ich brauche keine fix vorgegebenen Regeln, sondern ich weiß, um was es geht. Ich weiß, dass ich nicht, wenn man sich nicht bemüht, wenn man keine Leistung bringt, ja, dann braucht man nicht erwarten, dass man viel zurückbekommt. Das ist, glaube ich, überall so. Auch auf so einer sonnigen Insel. Also man kann nicht erwarten, dass man 8 Stunden am Strand herumliegt und trotzdem sein Geschäft macht. Also man muss einfach fleißig sein. Man muss auch aus dem Bett raus. Wobei das hier auch natürlich, finde ich, ein bisschen relaxter ist, weil wir sind eine Stunde vorne. Und wenn man natürlich Kunden und in Mitteleuropa hat, die um 8 Uhr anfangen, ist es hier 9 Uhr. Und die eine Stunde mehr Zeit in der Früh, ja, also die schätze ich sehr. Noch eine letzte Frage, Andreas. Wo siehst du dich und dein Unternehmen in 5 oder 10 Jahren? Ich bin kein Freund von gewissen Zahlen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich einen Jahresplan und ich möchte in 5 Jahren die doppelte Größe erreicht haben von meinem Unternehmen, weil man ist immer marktabhängig. Und es gibt so viele Einflüsse, die man eigentlich nicht beeinflussen kann. Deshalb muss man da einfach wirklich mal flexibel bleiben. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir ein kleines Wachstum natürlich haben. Aber im Großen und Ganzen ist mir wichtig, dass wir einfach die Qualität gleich behalten. Ich will nicht in einen riesengroßen Volumenbereich gehen, wo ich dann viele, viele Mitarbeiter hier noch zusätzlich einstellen muss, weil einfach... Ja, die Mentalität natürlich ein bisschen anders ist. Ja, absolut.
Also ich sage immer, lieber klein als fein als groß und ich mache alles, weil viel mehr Umsatz heißt auch viel mehr, ja, viel mehr Arbeit und viel mehr Probleme. Verantwortung. Und Verantwortung, ja klar. Und ich, wenn man das ein bisschen im kleinen Bereich hält, kann man das sehr gut abdecken, kann die Qualität sichern und kann sagen, okay, ich am Ende des Tages, okay, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ich danke dir sehr für deine Offenheit und für die ganz spannenden Details deiner Auswanderung zu deinem Unternehmen. Ich denke, dass es ganz, ganz vielen Unternehmern, die jetzt auf dem Sprung sitzen oder vielleicht schon seit längerem drüber nachdenken oder ganz neu drüber nachdenken, komme ich nach Zypern, ja, gründe ich dort ein Unternehmen, ja, dass du denen da wirklich mitgeholfen hast. Und bei uns haben unsere Interviewgäste das letzte Wort. Du darfst also gerne noch irgendwas sagen, was du möchtest an die Zuschauer. Also ich kann nur sagen, heute haben wir den 15. Februar. Ich bin mit T-Shirt gekommen. Also kurzärmlich, es ist einfach ganz etwas anderes. Also wenn die Sonne jeden Tag scheint, man hat ein anderes Gemüt, man ist besser drauf. Ja. Und das soll man einfach nicht unterschätzen. Also es ist einfach die Lebensqualität, die man hat, und die Lebenszeit, die man hier auf der Insel verbringen kann, ist einfach, ja, viel mehr wert. Also man kann das gar nicht so in Zahlen beschränken, sondern ist einfach, das Leben an und für sich hat hier einfach mehr Qualität. Super schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Andreas. Schön, dass du hier warst, und danke dir sehr für deine Antworten.